Heute gibt es das größte Upgrade, das die Tradinghalle je bekommen wird, denn ich baue den geheimen Eingang fertig. Außerdem startet am Ende dieses Videos eine komplett neue Ära. Aber um zu wissen, in welcher Hinsicht ich das meine, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Und jetzt erstmal viel Spaß. Das heißt, wir gehen erst nochmal zurück und hoffen dann, dass wir am nächsten Abend nicht direkt drauf gehen. Da muss noch Mending drauf. Das werden wir auch gleich mal erledigen. Und wir sollten vielleicht auch mal gucken, dass wir die Villager, die wir schon hier haben, nicht irgendwie in die Luft sprengen. So wie beim letzten Mal. Ich habe herausgefunden, dass zwei weggelaufen sind, als ich das Video angeguckt habe. Also könnte noch etwas Chance bestehen, dass wir sie drüben einfach wieder aufkabeln können. Weakness Pile, Weakness Pile, Weakness Pile. Goldapfel, Goldapfel, Goldapfel. Ja, wer bist denn du? Ja, moin. Auf, hoch mit dir. Rein da. Rein da. Nee, du sollst rein, mein Gott. Ja. Keine Ahnung, wo er gespawnt ist. Also, vielleicht war es das Kind. Na egal, hat direkt erstmal einen Job bekommen. So ist die Welt. Blub. Blub. Habe ich den eigentlich schon wieder gefixt? Nö, natürlich nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe, was ich wahrscheinlich nicht habe. Aber wir brauchen, glaube ich, nur noch sehr wenige. Diesmal lege ich auch meine Brustplatte an, bevor ich hier auf die Jagd gehe. Jetzt weiß ich auch, da ich einen Bogen habe. Acht, das sollte reichen. So, und dann jetzt schnell ins Bett, weil dann könnten die Monster nearby despawned sein. Bro, wo sind die Monsters nearby? Ah, hier? Ja, tatsächlich hier. 21? Ja, nee, Bre, du wirst schön nochmal zombifiziert. Dann haben wir hier den letzten Pisten für unsere Konstruktion. Dann einmal zack. Ich habe mir gedacht, statt dass ihr jetzt hier langweilig einen Zeitraffer guckt, zeige ich euch mal lieber, was diese ganze Technik macht. Falls euch das Ganze nicht interessieren sollte, obwohl es wirklich ziemlich interessant ist, habe ich unten diese Kapitel da reingemacht. Das heißt, ihr könnt einfach zum fertigen Bau vorskippen. Perfekt, der geht wieder. Sehr, sehr geil. Aber ich würde sagen, ich fange mal mit hier oben an. Und zwar, wenn man hier durchfällt, öffnet sich ja diese Tür. Das Ganze ist einfach durch drei Pistons gemacht. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert, aber das war ja auch nur Test 1. Hier muss eine Verzögerung rein. 1, 2 und 3. Ein Tick Delay. Test. Digga, what the hell? Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so schnell funktioniert. Das ist jetzt doch sehr überraschend. Normalerweise funktioniert meine Technik nie beim ersten Mal. Jetzt wollen wir probieren, das Ding hier möglichst noch gut zu verstecken. Also von vorne ist das relativ einfach. Da packen wir einfach Blöcke hier und hier. Zack, zack. Kann hier was hin? Ja, zack. Dann sieht es schon mal so relativ normal aus. Hier ist halt ein kleines Loch im Haus. Ja. Also, aber es hat ja jeder so, ne? Alright, der nächste Punkt wäre dann... Warte mal, wie komme ich denn raus? Ich könnte ein Slime-Kanonen-Dings hier bauen, dass es mich hochkatapultiert und exakt zum richtigen Zeitpunkt aufmacht. Aber jetzt muss ich ja erstmal wieder rauskommen. Die zwei sind immer gepowert, der hier auch. Und wenn man dort oben durchfällt, dann wird als erstes der hier entpowert, wenn ich dem hier jetzt keine Power mehr gebe... zieht er zurück und die beiden Pistons können ihn zurückziehen, wenn sie keine Power mehr kriegen. Das bedeutet allerdings, dass diese zwei Pistons hier erst später zurückziehen dürfen als dieser Piston hier. Let me sleep! Na gut, ich brauche eh noch Slam Balls, also. Tschüss! Ah, da ist ja schon der erste Kandidat. Das sind genug. So, das heißt, wir gehen einmal hier runter. Deswegen ist hier der eine Tick Delay und die Redstone-Fackel hier und dort. Sagt einfach nur, dass das Signal hier aus ist und hier an. Und wenn es hier an ist, ist hier aus. Also wenn das funktioniert, wäre echt geil. Da ist auch schon der Erste, der mich hier überrascht. Deswegen fliege ich mal lieber ein Stückele weg. Ins andere Dorf. Genau, die können den Zeugs kriegen. Ja, wir vernichten das andere Dorf. Ich baue ein Gras ab. Es ploppen zwei weg. Wow. Ah, guck mal, da ist ja der Erste schon auf dem Weg in unsere Bin. Zwei schon in der Falle. Perfekt. Was ist denn eigentlich mit meinen Leveln? Ich habe schon jede Menge aufgesammelt und es ist noch nichts passiert. Guck mal, ich sammle Level auf, aber bei der Levelleiste passiert nichts. Die Sonne geht schon fast... Oh, da hinten ist noch ein neues Dorf.
Soll durch die Strecke bis hier... Hä, Bro, wieso hat denn eigentlich jedes Dorf einen Ruined Portal hierbei? Nur meins nicht. Jedes Dorf! Das andere, das hier. Aber das sieht schon episch aus, wie so ein Podest. Nur man kommt leider nicht hoch, oder? Parkour Pro. Wow. Moin. 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 Aua. Hoffen wir, dass die Elytra noch so lange hält. Zur Not machen wir eine Zwischenlandung auf dem UFO. So, da die jetzt in der Nacht nicht geladen waren, die Chunks hier, durfte hier eigentlich kein weiteres Monster sein, das mich töten möchte. Meine Hunde haben mich gewarnt. Naja, ich weiß halt nicht wovor. Das ist das Problem. Ich kann zwar leider kein Hundisch. Ich wollte es zwar eigentlich lernen, aber das gibt es leider nicht bei Duolingo. Deswegen waren die Ambitionen dann auch ganz schnell wieder weg. Dann von unten ist es genau das gleiche wie von oben. Das Signal kommt hier quasi an die gleiche Stelle. Also zwei Blöcke daneben, aber quasi die gleiche Stelle. Wird hier konvertiert, dass es hier dann ausgeht. Hier genauso. Okay, mit Obsidian könnte es funktionieren. Das heißt, jetzt jede Menge Glas gewastet, aber naja. Wichtig ist ja erstmal, dass der Launcher funktioniert. Also zack, 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 zack. Druckplatte, Druckplatte. Und dann müssen wir es noch irgendwie mit oben connecten, ohne dass wir oben gleichzeitig kaputt machen. Mir ist aufgefallen, was für einen riesigen Müll ich da zusammengebaut habe. Von da an löschen wir das Ganze jetzt nochmal aus. Und bauen das neu, aber diesmal richtig. Und unten ist noch was anderes, das heißt, und hier unten ist auch noch ein 3-Tick-Delay für die komplette Technik, weil man ja noch drauflaufen muss. Und hier nochmal ein 3-Tick-Delay für den Pisten, dass er nicht zu schnell angeht. Und dann kann man hier einfach drauflaufen, wartet ein bisschen und dann ist man auch schon oben. Aber ich würde sagen, noch viel Spaß mit dem Video. So, wir verschieben die ganze Technik mal nach drin, sodass es von außen besser aussieht und wir nicht diesen ganzen Kabelsalat hier rumliegen haben. Wir lassen es lieber draußen, der Kabelsalat ist einfacher zu managen. Alright, so. Und dann brauchen wir noch einen Repeater. Ey, Leute, oh mein Gott, es funktioniert endlich. Endlich. Wie man das ganze Gebilde halbwegs verstecken kann, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Also wir können hier die Wand können wir bauen. Oh, warte mal, hier müsste eigentlich Holz hin. Man könnte dann sogar reingehen. Und dann so rein. Und so geht man raus. So, erstmal hier den ganzen Müll wieder aufräumen, den wir hier drin gemacht haben. Dann können wir auch langsamer uns damit befassen, dass wir hier die Wände schön machen, jetzt wo der Bereich hier eh verhunzt ist. Und hier in die Richtung müssen wir noch ein bisschen weit erweitern. Von da an müssen wir die Wand eigentlich wieder abreißen quasi. Und dann nach hinten versetzen. Stauen wir erstmal das ganze Zeugs in der Kiste. Und dann habe ich tatsächlich auch schon die nächste Idee, was wir machen können. So, alles Wichtige ist dann jetzt erstmal soweit eingelagert und unser Inventar sieht auch gleich viel cleaner aus. Denn ich möchte mal für eine kleine Expedition in den Nether. Und zwar sind wir hier auf Höhe 45. Das ist aber noch ein Stückchen weg von der idealen Höhe für das, was ich machen möchte. Ihr könnt es vielleicht sogar schon erahnen. Oh, das Magma-Zeugs wird auch wichtig sein. Das brauchen wir später irgendwann für eine Gold-XP-Farm. Oh, und da bin ich schon am ersten Teil vorbeigelaufen. Denn, meine Freunde, es ist so langsam mal Zeit für Netherite. Und ich glaube, die beste Höhe dafür ist die Nummer 15. Und natürlich am besten ist es bei den Chunk-Bordern. Und graben uns hier mal ein bisschen längs, gucken, ob wir was finden. Okay, ich muss den Eingang auf jeden Fall noch sicherer bauen. Ich würde sagen, ich merke mir mal schnell die Koordinaten. Zack. Und flieg mal ein bisschen rum und guck, ob ich eine Treasure-Bastion finden kann. Oh, perfekt. Hier wäre schon mal eine Soul Sand Valley-Festung. Oh, hier. Oh, perfekt. Das ist sogar die richtige. Oh mein Gott, ja. Jetzt ist wichtig, dass wir nicht draufgehen. Wenn wir jetzt draufgehen, wäre so GG. Es wäre so schade. Und ich habe natürlich keine Blöcke mehr. Das ganze Netherrack habe ich weggeworfen. Top. Warte mal, ich kann ja... Sagt ja keiner, dass ich auf schwer spielen muss. Schwer muss ich nur für die Zombifikationen anhaben. Okay, aber hier können wir auf jeden Fall runter. Right. Und da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Das ist... Okay, und da ist Feind Nummer 1 oder 2. I don't know. Oh, da ist schon der erste Endboss quasi. Oh, Piglin Farm. Juhu. Die Typen halten aber so viel aus. Das ist so frech.
begebe mich mal langsam hier außen rum. Hier ist nur ein normaler. Nice. Erste Problem ist gelöst. Nein. Niemals. Niemals, 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 niemals. Nicht schon wieder. Ich gehe hier nicht wieder drauf. Doch, ich muss eine Elytra in die zweite Hand packen, sonst komme ich nicht mehr ganz zurück, glaube ich. Also auf einfach ist das relativ einfach, tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Ah, die bringen ja super viel XP. Oh mein Gott, das ist ja super. Perfekt. Das hier ist die einzige Brücke zu Land. Abgeriegelt. So, das Wichtigste. Bam, bam, bam. Das Schwert nehmen wir auch nochmal mit. Das können wir dann zum Verzaubern verwenden. Wir haben überlebt. Perfekt, man braucht Netherrack. Da bin ich gleich wieder da. Dann duplizieren wir das Ding einmal. 7 Diamanten. Ey, das ist so teuer. Aber naja, hier kommt das wertvollste Zeugs rein, was ich habe. Deswegen kommt es auch hier hoch zu den Hunden. Hier, da findet es nämlich keiner. Das ist meine wertvollste Kiste und ich habe praktisch nichts rein. So, und jetzt kommt der große Moment, auf den ich schon ziemlich lange gewartet habe. Unbreaking 3, Protection 4, Mending. Das ist praktisch eine perfekte Brustplatte. Das erste Item zu Netherite. Perfekt. Ich würde sagen, damit sind wir ja praktisch nicht mehr aufhaltbar. Also lasst gerne noch ein Like und ein Abo da und schaut auf jeden Fall nächste Woche wieder vorbei, denn nächste Woche werden wir die Rüstung und die Tools ebenfalls upgraden. Und falls ihr irgendwelche Tipps zu diesem Redstone-Müll habt, dann schreibt die auch sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer, die Kommentare zu lesen und dann erstmal ciao!